Hi, ich bin Saki. Ich bin beim Wandern gerade zufällig auf diese Hütte hier gestoßen und als ich mir die Hütte etwas genauer angeschaut habe, war ich mir ziemlich schnell sicher, okay, das handelt sich hier wohl um so ein Projekt von Kindern, wahrscheinlich eine ganze Kindergruppe, Kindergarten, irgendwie sowas. Aber genau dieser Umstand macht diese Hütte hier so super interessant, denn hier hat man, bewusst oder unbewusst, eine ganze Menge richtig gemacht und deswegen kann man diese Hütte hier als ein super Beispiel herausnehmen. Beim Bushcraften nennen wir solch einen Aufbau hier Debris Hut, auf Deutsch nennt man das dann eher Trümmerhütte. Und dabei handelt es sich um eine Notunterkunft, die hauptsächlich aus Totholz besteht, das man in der Umgebung zusammengesammelt hat. Und Ziel des Ganzen ist dann ein Wetterschutz, insbesondere um sich vor Regen zu schützen. So ein Ding hier zu bauen ist ordentlich aufwendig und auch anstrengend, denn man muss eine ganze Menge Material herantragen, um so ein Ding zu bauen. Denn in den wenigsten Wäldern findet man so viel Material im Umkreis von 100 Metern, da muss man schon ganz schön Meter machen, um das Zeug zusammenzukriegen. Da wäre ein klassisches Lean-To, also nur ein einseitiger Shelter, ein einseitiges Schrägdach, natürlich deutlich unaufwendiger und könnte auch viel besser mit einem wärmenden Feuer verbunden werden. Ein doppelseitiger Shelter, also so eine Debris-Hut, hat aber den Vorteil, dass sie komplett vor Wind und Regen schützen kann. Und ein weiterer Vorteil, so ein Ding hier kann jedermann bauen und man benötigt keinerlei Werkzeug. Ja, werfen wir nochmal einen genaueren Blick drauf. Bestehend aus einem Querträger, das kann man hier ganz gut sehen. Und der sollte möglichst stabil sein, denn umso mehr Holz man hier seitlich anlegt, umso mehr Gewicht muss der natürlich aushalten. Hier hat man sich für einen richtig dicken Baumstamm entschieden und der hält natürlich einiges aus. Dann wurden hier seitlich ganz, ganz viele Äste angelehnt, wirklich unglaublich viele, da hat man sich wirklich sehr gut Mühe gegeben. Und dann, um das Ganze noch dichter zu kriegen, das kann man hier ganz gut sehen, hat man hier teilweise mit Rindenstücken gearbeitet, ein bisschen mit Moos und hat diese ganzen kleinen Freibereiche quasi dicht gemacht. Allerdings hat man es nicht komplett dicht gemacht, das sieht man, wenn man ganz genau schaut, sieht man immer wieder irgendwo kleine Löcher. Da hat man dann wohl die Lust verloren. Aber wenn man mal in die Hütte hineinschaut, dann sieht man, dass die Hütte trotzdem hervorragend funktioniert. Sieht man mal von diesem ovalen feuchten Bereich hier vorne ab, der entstanden ist, weil der Eingang nicht geschützt, sondern offen ist, ist der Rest hier drinnen jedoch staubtrocken. Und das zeigt deutlich, wie gut eine solche Trümmerhütte als Wetterschutz funktionieren kann. Es muss einfach nicht jedes klitzekleine Löchlein abgedichtet sein. Auch so hat man schon den perfekten Schutz. Richtig wichtig ist nur eine Sache, die Dachschrägen. Die sollten mindestens 45 Grad haben, damit das Wasser auch wirklich an ihnen herablaufen kann. Denn durch zu flache Dächer, da wird es immer durchregnen, da gewinnt einfach die Physik, das Wasser nach unten tropft, Erdanziehungskraft, das kann nicht gut gehen. Arbeitet man bei den Dachschrägen aber mit einem ordentlichen Winkel, so wie hier, und legt auch richtig viel Holz an, schaut mal, wie dick das hier ist, dann ist man perfekt vor der Witterung geschützt. Also hier kann sich der ein oder andere Bushcrafter bei den Kiddies noch was abgucken. Macht's gut!